Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade in San Francisco. Ne, wir sind nicht mehr in San Francisco. Wir sind irgendwo zwischen San Francisco und dem National Park Yosemite und dem Yosemite National Park. Meine Güte, ich krieg gar nichts hin heute. Auf jeden Fall sind wir gerade schon irgendwie so eine Stunde gefahren, haben noch ungefähr zwei Stunden vor uns und dann sind wir endlich am Yosemite National Park. Das wird echt, dieser Park ist so krass. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns da drin nicht verlaufen und dass wir nicht zu spät zurückgehen, denn da drin gibt es auch Bären und den ganzen Quatsch. Also da drin kann es schon gefährlich werden. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Guckt euch das mal an. Wir sind in Kalifornien. Das ist so schön hier. Ich habe mir gerade auf jeden Fall Kaffee hier gekauft und M&M's. Und wisst ihr, wie die M&M's aussehen? So. Danke für nichts. $29.50 das Auto vollgetankt. Was? Super günstig. Leute, wir haben gerade für $29 das Auto vollgetankt. 80 Cent der Liter oder sowas, ne? Krass. Und wir fahren ja jetzt nicht unbedingt ein spritsparendes Auto hier. Jetzt sind wir back on the road. So, wir sind jetzt mal hier rechts rangefahren. Leute, bereitet euch auf die View des Jahrtausends vor. Leute, hier ist es so schön. Und es ist Sommer. Genau, es ist endlich warm. Bei uns in der Wohnung ist es so kalt, wir wärmen uns unsere Hände und Füße mit Föhns, weil die Besitzerin vom Haus die Heizung nicht anmachen will. Guckt euch das an! Ich überlege gerade, ob es nicht die beste Entscheidung wäre, die Drohne auszupacken. Leute, ich würde gerade euch echt gerne diese Drohnenaufnahmen zeigen. Aber da gibt es nur ein Problem. Ich habe die Drohne vergessen zu Hause. Nein! Guckt euch das an! Hier, Drohne vergessen. Was ist das? Ich mache gerade den Kofferraum auf und dann ist da keine Drohne drin. Tschüss! So, wir sind jetzt mittlerweile im Yosemite National Park angekommen, haben gerade $30 Eintritt bezahlt, ein bisschen geschnitten auf dem Weg hierhin. Also was heißt ein bisschen, wir sind ja gut lange gefahren hier, 3 Stunden, 4 Stunden. Sieht jetzt schon mega, mega schön aus und ich glaube, dabei wird es nicht bleiben. Also nicht, dass es danach nicht schön sein wird, sondern dass es noch schöner sein wird. Hier sieht's aus, das ist nicht mehr normal. Hier würdest du ein Bilderbuch angucken. Genau, aber egal welche Ecke du dir hier so anguckst. So ein Weltatlas von Amerika, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Wir werden bestimmt jetzt verklagt oder so, weil wir irgendwas im Nationalpark kaputt machen. Kaputt gemacht. So ein kleines Ding, damit kommst du niemals gegen mich an. Watch out! Au! Ich glaube, wir lassen das lieber, oder? Ich würde sagen, das schreit auf jeden Fall auch noch nach Cinematic in so 3, 2, 1. Oh mein Gott, Leute, hier ist es einfach so extrem schön. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist wie, als wenn man irgendwie in so einem Indianerfilm auf einmal reingesprungen wäre. Krass. Aber langsam sollten wir auf jeden Fall weiter zum nächsten Spot, weil das hier war erst der Anfang und es gibt noch viel, 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 viel heftigere Sachen hier. Deswegen fahren wir jetzt mal weiter an die nächste Stelle und mal schauen, wie es da aussehen wird. Oh Leute, die Mac-User unter euch werden das auf jeden Fall kennen, denn das da war ungefähr der Hintergrund von OS X Yosemite, wie es hier aussieht. So, kurz draußen nicht jetzt angeguckt und jetzt geht's auch schon wieder weiter zum nächsten Ding, weil Joey hier rumstresst. Nein, Danny hat rumgestresst, nicht ich. Oh wow. Mein Gott! Bitte fahr nicht zu sehr. Nächster Spot, wieder unglaublich schön. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das an! Was? Leute, das ist... Alter!
Wisst ihr noch, als wir zusammen in Island waren und ich dachte so, wow, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Was soll denn das jetzt noch toppen? Das hier soll das noch toppen. Genau, jetzt fahren wir einfach wieder um eine Ecke und können es wieder nicht fassen und denken, das ist der krasseste Moment in meinem ganzen Leben. Und fahren dann wieder eine Ecke weiter und dann ist es die ganze Zeit das Gleiche. Das ist so heftig hier. Joey, hast du schon mal sowas gesehen? No way, motherfucker. Hell nah. Und weiter geht's. Die anderen lässt. Boah, diese Parkrangerin da hinten hat einfach voll den Plan, wie sie hier die Leute durchfahren lässt. Erst dürfen die anderen, dann dürfen die anderen und dann dürfen wieder die anderen und wir dürfen gar nicht fahren. Wir haben das Auto jetzt abgestellt. Wir wollten gerade eigentlich ins Visitor Center gehen und vielleicht ein bisschen was essen und trinken, was vielleicht ganz nett wäre. Hier ist auf jeden Fall so ein Parkplatz mit der schönsten Aussicht der Welt und wir können es immer noch nicht so richtig fassen. Da gibt es, glaube ich, was zu essen. Hauptsache, Leute, wir haben seit mindestens 3-4 Stunden gar kein Handynetz mehr. Ich glaube, ich muss diese Flagge kaufen. Ich mal noch am Wedeln. Die müssten hier so Gymbags haben, das wäre geil. Ja, das wäre echt geil. Guck mal, hier gibt es so Trinkbrunnen. Voll American. Uns ist eben mal wieder bewusst geworden, was für Möglichkeiten wir schon haben und was wir überhaupt erleben dürfen. Ich meine, ich bin 18 Jahre alt. Und kann gerade das hier erleben. Das ist einfach nur so mega heftig und dafür bin ich auch mega dankbar. Ich habe so das Gefühl, dass das hier der schönste Trampelpfad der Welt ist. Wir dachten gerade, ach, lass da schön essen gehen und dann ist hier einfach auf einmal so ein Fluss. Aber es sieht mega schön hier aus. Lass einfach hier essen. Ja, lass einfach hier essen. Ja. Und dann kommt eine Klapperschlange und tötet uns. Gerade ein. Was hat der gerade geraschelt da drin? Nein, sag sowas nicht. Auf jeden Fall stelle ich jetzt hier die Kamera hin. Wenn ihr jetzt seht, dass wir von hinten angegriffen werden, dann schreibt etwas in die Kommentare. So funktioniert das doch. Wir haben jetzt was gegessen. Der schönste Picknickort der Welt. Ja, Mann. Oh mein Gott. Wie schön. Wir sind gerade legit eine Minute gefahren. Und ich glaube, wir haben unseren Fotospot hier gefunden. Das hier ist dieser Platz. Wir sind eine Minute gefahren. Was ist das für ein Park? Wie krass ist das? Ich komm da gar nicht rüber. So hier. So komme ich da niemals rüber. Mach. Und die 90er-Playlist geht weiter. Sie wird immer besser. So, sind jetzt wieder 2 Minuten weitergefahren. Das große Ziel ist jetzt nochmal zur Felswand zu kommen. Genau. Und merkt ihr fragt euch, welche Felswand? Ja. Und ich sage euch, dreht euch mal um. Ich will einfach nur nicht auf die Schnauze fliegen. Oh mein Gott. Das ist so unglaublich heftig hier. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wie steil das einfach hochgeht und guck mal, da kommen einfach Bäume raus. Die ragen da einfach seitlich raus. Wir haben ja schon die ganze Zeit so ein bisschen Paranoia, weil im Yosemite National Park soll es ja freilebende Bären geben. Und wir sind hier einfach voll ab vom Schuss. Wir haben es geschafft. Fast. Und jetzt knicke ich so um und breche mir meine Knöchel. Leute, wir sind nochmal hier angehalten, wo wir eben als allererstes in dem Park gehalten haben und... Hört mal die Geräuschkulisse. Das ist die Nirgendwo-Musik.
Da drüben hört jemand ganz laut Musik und fühlt den Moment richtig. Besonders auch, weil die nicht direkt hier ist, sondern so weit hinten. Man lauscht so aus der Ferne, ist voll schön. Also, wie war das noch mit schönster Moment im Leben? Neuester schönster Moment in unserem Leben. Ich kann nicht mehr aufhören zu grinsen gerade. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, es ist echt, es ist so schön einfach. Ich glaube, es ist das Beste von heute, nochmal so ein Abschluss hier. Ja. Die Aussicht. Ich dachte, das könnte man nicht mehr toppen, aber... Ja, das ist echt super schön. Und die Geräuschkulisse ist einfach der Hammer. I try to fix it. I try to picture someone else but you. But then...